Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, und jetzt ist das politische Kontrastprogramm da zum roten Bildungsdirektor Heinrich Himmer, der blaue Bildungssprecher und noch Stadtrat. Einer von euch bleibt ja auch, glaube ich. Wir schauen, ob das der Maxi Kraus ist, der hier im Studio ist. Max Kraus, Stadtrat der FPÖ, Bildungssprecher der FPÖ und üblicherweise harter Kritiker der Wiener Schulpolitik. Wie ist denn das Urteil des Max Kraus, des FPÖ-Stadtrats und FPÖ-Bildungspolitikers zur Corona-Situation an den Wiener Schulen? Danke für die Einladung. Harter Kritiker, ja, es gibt leider viel zu kritisieren im rot-grünen Wien und in der Schul- und Bildungspolitik ganz besonders. Und wenn wir uns die Situation in der ganzen Corona-Zeit ansehen, dann macht sich jetzt leider im Negativen bezahlt, dass die Stadt Wien in den letzten Jahren viel zu wenig Geld in unsere Schulen und damit für unsere Kinder investiert hat. Wir haben die Situation, dass wir nicht nur bildungstechnisch im Bereich von EDV-Geräten, Laptop, WLAN-Funktionen, Smartphones etc. nicht am letzten Stand der Technik sind in unseren Schulen, sondern es fehlt an elementaren Dingen. In vielen Klassen wenden sich Lehrer an uns, die sagen, sie können nicht einmal lüften, weil die Fenster kaputt sind. Es gibt keine Waschbecken, die Schüler können nicht einmal diese Hygienemaßnahmen einhalten, weil sie sich die Hände nicht waschen können. Das heißt, hier hat die Stadt Wien in der Vergangenheit viel zu wenig Geld in unsere Schulen, in unsere Klassen, für unsere Kinder investiert. Und das rächt sich eben jetzt in einer Krise. Und deswegen sage ich ganz klar, wir brauchen ein Schulsanierungspaket. Wir müssen dafür sorgen, dass die Schulen nicht nur technisch auf den neuesten Stand kommen, sondern auch einmal in rudimentären Dingen die Dinge wieder funktionieren. Gibt es ein Corona-Chaos an den Wiener Schulen? Ja, gibt es absolut. Wir hatten ja die Situation, dass wir vielleicht vorm Sommer nicht genug Zeit hatten an den Schulen, sich auf manche neue Modelle, Home-Learning, Homeschooling, E-Learning einzustellen, mache ich keinen großen Vorwurf, das war neu. Aber jetzt hätte man den ganzen Sommer Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. Und was erleben wir jetzt? Wir haben noch immer nicht die Situation, dass es endlich eine einheitliche E-Learning-Plattform gibt, dass alle Lehrer eine gemeinsame Plattform verwenden. Ein Lehrer verwendet Skype, der andere verwendet E-Mail, ein anderer Lehrer sagt, das macht er mit einer Chatgruppe. Wir brauchen seitens der Bildungsdirektion in Wien endlich einmal die Situation, dass eine Online-Plattform geschaffen wird, wo alle Lehrer gleichzeitig das gleiche Programm verwenden, damit die Kinder sich auskennen, damit die Eltern sich auskennen und hier nicht der Chaos in der Luft schwebt. Und ich sage auch ganz klar, das ist die eine Seite, hier muss man besser werden, aber die andere Seite ist auch ganz klar. Unsere Schulen müssen offen bleiben. Es kann nicht sein, dass wenn ein Verdachtsfall in der Schule auftritt, man die ganze Klasse sofort nach Hause schickt und am Ende stellt sich heraus, da war eh keiner wirklich krank. Hier braucht man keine Panik, wir wissen mittlerweile, Schüler sind keine Superspreader, Schüler sind auch keine Risikogruppe. 99,99% aller Schüler, die an Corona infiziert sind, erkranken nicht, haben überhaupt keine schlimmen Symptome, denen passiert nichts. Und hier braucht man Hausverstand und keine Panikmache. Der Bildungsdirektor hat gerade genau dasselbe gesagt. Ja. Und hat gesagt, in Wien sind derzeit überhaupt nur zwei Schulen geschlossen. Eine davon ist ein Sonderfall, nämlich das Internat am Himmel, das offenbar ein Corona-Drama, ein persönliches hat. Und das heißt, nur ein Gymnasium von 700 Schulen geschlossen, ist eigentlich doch eine gute Bilanz für die Stadt. Ist ein Gymnasium zu viel? Und der Punkt, den er nicht erwähnt, ist, dass irrsinnig viele Klassen geschlossen sind und dass irrsinnig viele Klassen daheim bleiben, dass die Schüler nicht betreut werden, dass es in vielen Fällen die Situationen kommt, dass die Eltern mit Problemen konfrontiert sind. Und ich sage, gerade bei diesen jungen Leuten ist es nicht notwendig, ganze Klassen zu sperren, von Schulen überhaupt nicht zu sprechen, sondern hier sollte man mit Vernunft an die Sache herangehen. Und ich sage auch ganz klar, gerade bei den Kleinsten auf eine Maskenpflicht in der Schule verzichten. Es ist völlig sinnlos, 7-, 8-jährige Schüler oder wenn man will auch in die Unterstufe gehen, 11-, 12-jährig mit Masken den ganzen Tag zu foltern. In der Pause. Na, in manchen Schulen wird es auch am Sitzplatz angewandt. Wenn man in der Pause ist, muss man es tragen. Wenn man am Schulgang ist, muss man es tragen. Entschuldigung, jeder kennt kleine Kinder, das fällt denen runter. Dann setzen sie es wieder auf. Die haben dann mehr Bakterien und Viren im Gesicht, als es vorher der Fall war. Da tut man den Kindern nichts Gutes. Das bringt nichts. Also weg mit den Masken in den Schulen, ganz fordert genau die FPÖ. Ganz genau, das ist eine völlige sinnlose Schikane, die niemandem was bringt. Jetzt, Max Kraus, ist es ja kein Wohnemonat für Sie. Es gab besser. Dieser Oktober, denn vermutlich haben Sie Ihren Stadtrat verloren, weil Ihre Partei da ordentliche Brezen, wie es so schön heißt, in Wien gerissen hat bei dieser Wiener Wahl. Unter 10% gefallen ist. Es wird wahrscheinlich nur einen FPÖ-Stadtrat geben. Ich nehme an, das wird logischerweise der Dominik Nepp machen.
Sind Sie sehr betroffen über diese Wahlniederlage? Ich bin betroffen darüber, dass wir als Partei so viele Wähler verloren haben. Um mich persönlich geht es in der Frage nicht. Es ist irrsinnig schade, dass es nicht gelungen ist, die Wähler dieses Mal in einer größeren Zahl von uns zu überzeugen, wenngleich ich sagen muss, nach dieser Schlammschlacht, die im Wahlkampf war zwischen unserem ehemaligen Obmann und uns, war es nicht sehr verwunderlich. Wir haben einen extremen Vertrauensverlust erlebt durch die Ibiza-Affäre, wir haben einen Vertrauensverlust erlebt durch die Spesen-Affäre. Und das war die Rechnung dafür. Und ich sage, dieses Kapitel Strache in der Politik, dieses Kapitel Schlammschlacht ist abgeschlossen. Für uns heißt es jetzt in den nächsten 5 Jahren hart arbeiten, Vertrauen zurückzugewinnen, echte Kontroll- und Oppositionspolitik im Rathaus zu machen, der neuen Regierung, wie immer sie auch aussieht, auf die Finger zu schauen und das Vertrauen der Wähler und Wählerinnen zurückzugewinnen. Weil 100.000 sind gar nicht wählen gegangen. Das heißt, die wollen die anderen Parteien auch nicht. Die erkennen, die haben Fehler gemacht. Aber so ehrlich muss man sein, die sind auch enttäuscht von uns. Und jetzt wird es an uns Freiheitlichen liegen, in den nächsten 5 Jahren eine ehrliche, konsequente und gute Politik zu machen und die Wähler wieder zu überzeugen und zurückzugewinnen. Und daran wird man uns messen. Jetzt will die große Mehrheit der FPÖ-Funktionäre natürlich einen Neustart. Sind Sie auch für einen Neustart? Weil die Bundespartei war ja nicht gerade eine riesengroße Hilfe für euch in Wien. Also ich sage ganz klar, die FPÖ besetzt die richtigen Themen seit vielen Jahren. Die FPÖ hat mit Norbert Hofer und Herbert Kickl 2 sehr gute Politiker an der Spitze. Das Problem, das die FPÖ hat, ist der Vertrauensverlust, der durch unseren ehemaligen Obmann eingeleitet wurde. Das ist ein langer Kurs, aber wir haben eine gute Oppositionspolitik im Parlament mit Herbert Kickl. Wir haben mit Norbert Hofer einen sehr sachlichen Bundesobmann, der auch viele Wähler ansprechen kann mit seiner ruhigen und besonnenen Art. Aber so ein Vertrauensverlust, der betrifft ja auch Ihre Spitzen, ja, Ihre Parteispitzen, weil ein Vertrauensverlust, der wirkt sich ja auch persönlich aus. Das heißt ja auch, dass der Herr Hofer und der Kickl nicht mehr das Vertrauen haben, weil sie halt vom Strache so angepatzt wurden. Braucht einen Neustart, braucht jemand Neuen, der halt vom Strache nicht mit in den Abgrund gerissen wurde. Nein, ich glaube, es braucht 2 Dinge nicht. Und das sind programmatische Änderungen, weil programmatisch hat die FPÖ die richtige Linie in den letzten Jahren vertreten. Dafür wurden wir auch sehr stark gewählt. Und personell brauchen wir auch keine großen neuen Veränderungen. Wir haben in Wien einen guten Spitzenkandidaten, der das Beste draus gemacht hat mit Dominik Knepp, der in einer extrem schwierigen Situation übernommen hat. Und wir haben auf Bundesebene einen Bundesobmann mit Norbert Hofer, der seine Sache auch gut macht und der das Beste aus der aktuellen Lage herausholt. Und mit Herbert Kickl einen Scharfmacher im Parlament, der der Regierung auf die Finger schaut, der den Finger in die Wunden legt. Und ich glaube, hier braucht man eine scharfe Politik, ja, und einen scharfen nicht Kurs. Böse, ja. Herr Kraus, aber wenn die 3 so gut sind, ja, wieso hat sich dann so zerlegt? Also das hätte ja nicht sein dürfen, weil die sind ja alle 3 im Wiener Wahlkampf aufgetreten. Wir erinnern uns an eure Anti-Corona-Feste, ja, da im Zelt in Simmering und so weiter. Da war ja ein Hofer, ein Kickl dabei. Also wenn das solche Sympathieträger wären, dann hätte es ja zumindest deutlich über 10% sein müssen, weil euer Wahlkampf war gut. Ihr 2, Sie und der Dominik Knepp, haben sich buchstäblich den Haxen ausgerissen. Aber offenbar hat der Rückenwind der Bundespartei und das Vertrauen gefehlt. Nein, das sehe ich noch nicht. Ich würde die Wien-Wahl so analysieren. Es hat jetzt einmal eine Entscheidungsschlacht, wenn Sie so wollen, gegeben, wer in Wien in Zukunft die freiheitlichen Wähler vertreten wird, zwischen unserem ehemaligen Obmann, der ja extrem bekannt war, das dürfen Sie nicht vergessen, der vor 5 Jahren noch 30% aller Leute für sich begeistern konnte, und der FPÖ Wien. Und wir sind schwer verletzt, sage ich mal, aus diesem Kampf hinausgegangen, aber der andere ist gar nicht mehr am Feld. Und jetzt beginnt der Weg zurück, jetzt beginnt der Weg, Vertrauen zurückzugewinnen, die neue Regierung, wie immer sie auch aussehen wird, zu kritisieren. Und ich verstehe das mal als Journalist, immer versuchen möchte, ein bisschen ein Streit wo reinzutragen. Aber wir wollen in der FPÖ gemeinsam wieder zurückkommen und gemeinsam wieder stark werden. Und ich bin also zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Jahreszeiten gemäß ein Wunsch ans Christkind, muss ich Ihnen sagen. Das wird Ihnen nicht gelingen, das gebe ich Ihnen schriftlich. Also Jahreszeiten gemäß, ich hoffe, es wird überhaupt ein richtiges Weihnachten geben und die Regierung verbietet uns das nicht auch noch mit irgendwelchen verrückten Corona-Maßnahmen. Aber wir haben viele... Der Maxi Kraus einen Brief ans Christkind schreibt, ich will mit Hofer und Kickl wieder Nummer 1 werden, da lachen ja die Hühner, entschuldigen Sie. Wir haben viele gute Jahre gemeinsam gehabt. Da bin ich bei Ihnen gesessen hier gerne und jetzt ist eine schwierige Zeit und ich sage, Menschlichkeit und auch in der Politik ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das zeigt sich gerade in schwierigen Zeiten und der Wähler will keinen Streit. In den letzten Monaten hat es im dritten Lager massiven Streit gegeben. Wir treten jetzt als geschlossene Mannschaft auf und es wird gelingen, Vertrauen zurückzugewinnen und vielleicht können wir Sie da auch überraschen. Sie sagen, das war eine Schlacht um Wien mit einem Toten und einem Schwerverletzten. Sie sind der Schwerverletzte. Die FPÖ Wien ist
aus dieser Schlacht überlebend hervorgegangen. Wir sind im Rathaus vertreten, zugegeben geschwächt, aber wir werden das Vertrauen zurückgewinnen. Wir werden Kontrollpolitik machen, wir werden Rot-Grün oder Rot-Pink, weil eine von den beiden Konstellationen wird es ja werden. Ich persönlich glaube, es wird Rot-Pink werden, weil sie da nur einen Stadtrat abgeben müssen. Wir werden dort den Finger in die Wunden legen, wir werden in der Corona-Politik, wo jetzt irrsinnig viele Fehler gemacht werden, aufzeigen, wo Freiheitsrechte beschnitten werden, wo man Dinge anders machen müsste, wo man Arbeitsplätze sichern müsste. Und hier wird es gelingen, die Menschen wieder zu überzeugen. Also Sie tippen auf Rot-Pink, rosa-rot, wie es so schön heißt. Ist das besser als Rot-Grün? Nein, also ich glaube, es sind beides schreckliche Konstellationen für Wien. Es ist sehr schade, dass es sich auf diese Konstellationen zuspitzt, dass der Bürgermeister auch wieder im Vorhinein die FPÖ ja schon ausgeschlossen hat. Mit uns wurde ja gar nicht gesprochen. Und ich sage, mit Rot-Pink wird es ähnlich weitergehen wie mit Rot-Grün. Die werden in erster Linie eine SPÖ-Allmacht haben. Den Pinken wird mir irgendein Mini-Ressort geben, wo sich der Herr Wiederkehr austoben kann. Das Bildungsressort. Ist ja kein Mini-Ressort. Nein, wenn man Sie weiß, selber hätten sehr gerne das Bildungsressort. Wir würden es besser machen als die Pinken, haben Sie recht. Aber der Herr Wiederkehr, der weiß ganz genau, dass viele, viele bildungspolitische Agenten in Wahrheit Bundesmaterie sind und deswegen vom Bundesministerium zu besetzen sind und Wien für die Schulerhaltung zuständig ist, das ist korrekt, und für den Pflichtschulbereich für einige Dinge, aber hier nicht wirklich was weitergehen kann. Und eine rot-pinke Koalition, da wird nichts für die Wienerinnen und Wiener weitergehen. Da wird man in der Mindestsicherung zu keiner Reform kommen, weil man genauso weitermachen wird mit Geldgeschenken für Ausländer. Da wird sich in der Verkehrspolitik nichts weitergehen, da wird es Blockade geben und das ist kein guter Zustand für Wien. Und das, was wir letzte Woche gesehen haben, dass am ersten Tag die Schwarzen sich angebiedert haben, am zweiten die Pinken und am dritten die Grünen, da sage ich, da kann es nur eine Kontroll- und Oppositionspartei geben und da sind wir Freiheitlichen. Letzte Frage, Herr Kraus. Wie dramatisch sehen Sie denn die Corona-Situation in Wien? Es hat sich ja die Zahl der Neuinfizierten abgeflacht in Wien. Mhm. Von der Hälfte, was es fast einmal war, auf ein Viertel jetzt der insgesamt Infizierten. In Tirol, in Salzburg steigt es viel dramatischer an als in Wien. Macht die Stadt das richtig, weil sie zum Beispiel keine Sperrstunde verhängt hat, so wie ja auch Sie das wollen? Das heißt, sind Sie mit der Corona-Politik der Stadt eher einverstanden? Oder wie schaut Ihr Resümee der Corona-Politik im Bund und in der Stadt aus? Naja, also man muss sagen, hier gilt ähnlich wie auch in der Bildungspolitik im Speziellen hier generell, man hätte seitens der Bundesregierung, aber auch der Stadtregierung den ganzen Sommer Zeit gehabt, Szenarien zu schaffen, zu berechnen, zu überlegen. Im Fall von 1.000 Infizierten tritt das ein, im Fall von 2.000 Infizierten tritt diese Verordnung in Kraft, bei 3.000 diese Verordnung. Und jetzt haben wir mittlerweile Ende Oktober und sind wieder im gleichen Verordnungschaos wie vor dem Sommer. Jetzt hat es geheißen, ab heute 0 Uhr gelten die Verordnungen, jetzt heißt es wieder erst ab Sonntag 0 Uhr gelten die Verordnungen. Keiner kennt sich aus, man weiß nicht einmal mehr, kann man an Allerheiligen, aller Seelen mit der Familie zum Friedhof gehen und ein Grab besuchen oder ist das auch schon verboten? Heute habe ich gehört, die Verordnung sagt sogar, es darf im Kino kein Pop und kein Cola mehr verkauft werden. Entschuldigung, damit entzieht man denen gänzlich die Existenzgrundlage. Ich weiß nicht, was die Regierung da denkt, ob sich der Virus jetzt im Popcorn versteckt. Das ist völlig absurd, was hier getroffen wird. Hier herrscht Chaos, hier herrscht Panikmache und hier wurde nicht vorsorglich und nachhaltig und gut gehandelt. Und das Ergebnis dieser Panikhandlungen, das sehen wir am Arbeitsmarkt. Wenn MAN 2000 Leute zur Kündigung meldet, wenn in Wien die Sacher Hotels, die eine renommierte Hotelkette sind, sicher mit Rücklagen 150 Leute zur Kündigung melden, wenn in Tirol Swarovski 1000 Leute zur Kündigung meldet, dann sind das dramatischste Entwicklungen, wo die Bundesregierung Verantwortung trägt und wo man mit Panikmache und falschen, übertriebenen Maßnahmen genau die falschen Zeichen gesetzt hätte. Also was muss passieren? Jetzt bräuchten wir eine vernünftige Politik, die die echten Risikogruppen schützt, die sie vielleicht auch mit guten Masken ausstattet, in Altersheimen, in Seniorenheimen, in Krankenheimen, nämlich mit FFP2-Masken, nicht mit irgendwelchen Mund-Nasen-Schutz, der in Wahrheit eh nicht viel bringt. Hier müsste man Risikogruppen schützen, aber gleichzeitig den Arbeitsmarkt, die Gastronomie offen halten. Wenn man die Gastronomie mit vorgezogenen Sperrstunden, mit Registrierungspflichten und anderen Schikanen weiter einschränkt, dann gibt es die im nächsten Jahr nicht mehr. Dann gibt es nicht nur mehr die Nachtgastronomie nicht, weil die ist ohnehin schon erledigt, dann gibt es auch keine Kaffeehäuser mehr, dann gibt es keine Restaurants mehr und dann gibt es keine Hotels mehr, die in Wien ja schon reihenweise zusperren. Und das, was jetzt passiert, dass jetzt auch die Deutschen Österreich zum Risikogebiet erklären und auf der Ampel auf Rot schalten, ist natürlich auch eine Folge davon, dass man in Wien und in Österreich keine seriöse Politik betreibt. Und da wird man die ganze Winterindustrie, den ganzen Skitourismus endgültig kaputt machen und da wird die Bundesregierung verantwortlich sein. Spannend. Das war also Max Kraus, der noch Stadtrat der Wiener FPÖ, warten wir's ab. Mit ein bisschen an weinendem Auge
Weil der Stadtrat Futsch ist noch einer, ist einmal auf jeden Fall Futsch. Da müssen Sie sich jetzt mit dem Freund Dominik ausmachen, wer den Stadtrat weitermacht. Wir werden alles gut managen. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Sie Stadtrat bleiben? Nein, aus dem ich gehe davon gar nicht aus, das warten wir jetzt einmal ab. Ja. Ja. Und egal wo ich bin, ich werde mein Bestes geben. Also Max Kraus mit einem flammenden Appell für eine neue, lockerere Corona-Politik, die nicht so viel Panik macht. Und mit einem, würde ich sagen, auch weinenden Auge, was die neue rot-pinke Koalition anbelangt, die er für ähnlich katastrophal wie rot-grün hält. So, und während der Max Kraus um die Wiener Handel und die Wiener Gastronomie fürchtet, schauen wir, wie schaut es dort wirklich aus. Gleich bei uns, Kommerzialrat Peter Scheider, der Eigentümer und CEO des Wiener Auhof-Centers, dem großen Shopping-Center an der Wiener Westausfahrt. Der wird uns gleich sagen, wie schaut es denn derzeit wirklich aus beim Handel? Wie schaut es wirklich aus in der Gastronomie? Wie groß ist die Umsatzeinbuße? Wie geht es weiter? Und nach dem Peter Scheider dann eine sehr spannende Wochenbilanz, ein Streitgespräch zwischen dem eher konservativen Christian W. Mucher, der sich beim Fremdenverkehr als Fremdenverkehrsfachverleger perfekt auskennt, und unserem Physiker Werner Gruber, der mittlerweile ja auch schon fast einer der besten Virologen im Land ist. Die zwei prallen aufeinander als Schluss von Fellner Live heute. Kurze Werbepause und dann ist der Chef vom Auhof-Center hier zu Gast.